Ja. Ich habe einen Schuss ausgehalten. Und irgendwas ist schon so ein bisschen passiert, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt mein Schild dabei geholfen hat oder ob der Schuss von der anderen Wand reflektiert wurde oder so. Ich brauche noch besseres Schild, ja klar. Dann sage ich halt einfach mal, ich kann damit noch nichts anfangen. Ja, den hauen ist ja genauso eine tolle Idee wie bei all den anderen hier. Hier war ich ja schon mal. Hier kriechen jetzt auch die ganzen Zombies rum, aber ich glaube nicht, dass die hier was bewirken. Hier gibt es jetzt auch ganz viele Zombies. Machen die vielleicht hier was? Autsch, Ninja. Oh. War da nicht was mit dem schiefen Totem? Oh. Ja. Ah ja, da war ja das mit der... mit dem Boden, der immer so knackt, wenn ich da rumgehe. Ja, was mache ich damit? Das ist eine gute Frage. Bombe. Habe ich schon mal eine Bombe dort versucht? Ganz guter Hinweis. Glaube nicht. Nein. Scheint nicht die Antwort zu sein. Wieder erwarten. Hätte ja auch Sinn gemacht. Poröser Boden. Sprengen. Nein, das ist zu logisch für das Spiel. Oh oh. Warum war das Teil hier? Das führt doch ins Nichts. Dort eine Bombe, einfach mal testweise hin. Aber wie soll ich das machen? So ganz von weitem? Boah, bin ich gut. Viel näher dran kriege ich die nicht. Aber hat nichts bewirkt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Teil anfangen soll. Ja, du mich auch. Du mich auch, Spiel. Warum nicht? I did a thing. Maybe. Da leuchtet was. Huch. Es schießt auf mich zu. Warum ist eine Kiste? Mit der nichts passiert ist. Ja, jetzt schießt's mal auf mich. Und schießt ganz knapp vorbei. Was mache ich jetzt mit dir? Ich rüste mal meinen Scanner aus und schau mal in die Skelette da unten rein. Aha. Tja. War wohl eine schlechte Wahl.
Und tot. Ja, was bringt rausbraten, wenn man noch nichts erreicht hat? Nein. Übrigens, für die, die da von dem Gespräch, das wir gestern hatten, bezüglich mein Headset knackt ab und zu einen extremen Handlungsbedarf sehen. Ich habe einfach mal ein aktuelles Sennheiser in die Amazon-Wunschliste gepackt. Also wenn zufällig jemand von euch jedes Mal Geldscheine aus seinem Anus ziehen muss, wenn er aufs Klo geht und findet, dass mein Mikro scheiße ist, dann kann er jetzt was daran ändern. Also es ist nicht billig, aber dafür, dass es ein Sennheiser ist, ist es relativ günstig, finde ich. Das waren so 63 Euro rum. So, was mache ich jetzt hier? Die Skelette scannen bringt nichts. Soll ich vielleicht erst hoch und die Falle auslösen, bevor ich da drunter gehe? Ist das mit dem Dingense, mit dem Podest da unten vielleicht dafür da, dass ich die Falle wieder ausschalte? So, jetzt habe ich die Kiste gesehen und denke, ach nee, so ein Scheiß. Jetzt schießt das Teil wie blöd. Ich gehe hier rein und die Falle schnappt zu. So, okay, tut sie nicht. Tja, dann löst das. Das Ding wohl. So. Eine Bombe. Ich mich mal weg und guck, ob es irgendeinen Unterschied macht. Weil ich gehe davon aus, der Raum wird jetzt resettet sein. Ich gebe da gerne mal so 2 Wurfsterne aus, in dem Fall nur für den dummen Fall, dass die Schlange mich treffen würde am Ende und ich doch noch verreckt. Nein, ehrlich, heil dich! Super Vorschlag. Hätte ich sonst jetzt nicht gemacht. Meine Items sind wie folgt. Drück am besten Pause. Ich bleib nicht 5 Jahre auf dem Screen. Und nochmal das schöne Spiel. Wie kommt man dort raus? Dass die Wände dort zerbrechlich scheinen, macht mich ja stutzig. Aber auf der anderen Seite ist das Auge da und das hat ganz böse was dagegen, wenn man was gegen die Wände macht oder versucht. Und das könnte natürlich... Also was heißt könnte? Das ist wahrscheinlich einfach nur Verarsche. Also ich soll nicht die Wände kaputt machen.
Das ist mal wieder so ein total bescheuertes Scheißrätsel. Das ist natürlich toll. Das höre ich immer gerne, natürlich. Ups. Ah. So. Jetzt bin ich bereit, es auszulösen. Und, ja. Ja, wenn es wieder so ein total beklopptes Scheiß die Wand an, du kommst niemals drauf, Rätsel ist. Die Falle aktivieren. Ja. Aber nicht reinlaufen, sonst geht sie zu. Soweit ist klar. Ein Gewicht auf das Skelett ganz recht stellen. Ach, weißt du. Hey, die Frauenstatue. Oh, benutzbar. Eine frauenförmige Puppe. Nee, für mich ist die nächste Frage, was mache ich mit dieser Frauenpuppe? Wahrscheinlich hier leider überhaupt nichts. Wahrscheinlich 17 Gebiete weiter irgendwas. Da waren so dermaßen viele Texte auf den Statuen. Benutzt keine Waffe in der Frau und wenn der Mann in der Frau schläft und alles mögliche andere. Arsch. Ist gut, hab verstanden. Ja, T, genau so ist es. Die schwangere Frau gibt mir die Ocarina. Pff, weiß ich schon kaum noch was von. Ich weiß, dass ich mal irgendwo in einem Raum war, wo es hieß, ja, wir hören uns deine Ocarina an. Und das ist ewig und 3 Tage her und ich weiß noch nicht mal, in welchem Gebiet das war. Und ich hab noch gar keine Ocarina. Das ist die Frauenstatue, die Form ist eigentlich ziemlich sexy. Ja. Ja, genau, gib mal ein bisschen Pfeffer her. Er hat zu allem was zu sagen. Ja, sehr hilfreich, danke. Ja. Ich glaube, das war im Feuergebiet, ja. Gut, dass das Doctor Who-Intro-Gebiet so klein ist.